Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8, der vorletzte Part. Kösti hat noch gesagt, er möchte gerne, bevor ich bei Kösti weitermache, Bloodcup, Mario Arena, Sorbeland, Industrumentalpiste und das Yoshi-Tal, was mich am meisten enttäuscht hat. Komm ich nochmal zu Kösti, was er wollte. Eigentlich hat es einen Kommentar nämlich gepostet. Er wollte es nicht über die Schlacht zeigen. Die Schlacht brauche ich deswegen nicht zeigen, weil die einfach, die wurde herabgestuft von Nintendo aus dem ganz einfachen Grund. Es gibt dafür keine speziellen Arenen mehr und das macht nicht den Reiz aus. Also das heißt, man muss eine von diesen alten oder von diesen Strecken hier nehmen, die man jetzt normal fährt. Und kannst dir denken, die sind arschlang teilweise, ja. Und darauf eine Schlacht ist jetzt nicht so prickend, meiner Meinung nach. Und das ist ein großer Kriterium, ja, auch an diesem Game. Das hätte man von Nintendo einfach schöner machen können. Wer versucht mich da eigentlich abzufackeln? Ihm das aber bis jetzt nicht gelungen ist. Und auch rausgefahren ist, naja. Und daher nicht ganz so tragisch. Deswegen werde ich den Schlachtmodus einfach mal nicht zeigen. Weil aus dem ganz einfachen Kriterium, da brauche ich nicht zeigen. Wollen wir mal nach hinten platzieren, kann ich nicht vorne gebrauchen. Ich hätte am liebsten so einen Affen damit losgekommen. Wo ist eigentlich der Erstplatzierte? Wenn er auch mal Gastgeschenke bekommt. Ach komm. Leck mich doch, ey. Scheiß Feuer. Ich wollte den gar nicht rammen. Das ist auch so nach, da will jemand ramme, jemand speziell kriegt einen Boost manchmal und manchmal nicht. Das finde ich sowas von scheiße, weil dadurch wird das Fahrzeug einfach unkontrollierbar. Und bei Mario Kart sind die Autos schon zum Teil manchmal wirklich unkontrollierbar. Da wollen die noch so ein Element dazu, was die Spannung natürlich anhebt. Ja. Oh, mein Panzer ist weg. Kommt doch was von hinten, okay. Zack und zack und zack. Schreckentechnisch, wie gesagt, ziemlich einfach gehalten hier. Die neuen, die man gemacht hat. Da ist jetzt nicht wirklich eine, die da ein bisschen rausschicht. Außer vielleicht die Wario-Abfahrt und den Sonnenflug haben, die ich unter den Highlight bezeichne von den neuen Schrecken. Wenn ich von Schrecken wie Bowsers Festung, die Klassiker, echt enttäuscht bin. Ja. Muss ich aber auch mal zu Protokoll abgeben. Also vom größten Teil bin ich enttäuscht von den Schrecken. Ja. Da hätte man bessere finden können. Kommen wir mal zu den positiven Aspekten von diesem Spiel. Klar, ja, Wii U, neueste Konsole, damit wollten sie dieses Spiel vermarkten, also die Konsole mit vermarkten, was ihm wahrscheinlich auch ein bisschen gelungen ist für Nintendo, weil so wirklich erstklassige Spiele für die Nintendo Wii U, muss ich ernsthaft jetzt sagen, kam noch nicht raus. Also die Konsole habe ich bis jetzt wirklich enttäuscht, muss ich mal so wirklich abgeben. Oh, da habe ich einen Frosch im Hals. So leichtes Kratzen gerade im Hals. Das ist gar nicht gut fürs Let's Play. Oh, ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Sorry, ich kann jetzt nicht reden. Das ist... Wollen wir zu den positiven Aspekten weitermachen? Oh. Ja, momentan beim Schlucken habe ich Halsschmerz, das kommt noch dann hinzu. Ja. Aber das ist gerade ein bisschen störend. Ich fange jetzt gerade auch an zu schwitzen. Das kommt auch noch hinzu, weil es hier wieder mal extrem warm bei mir ist. Zum Glück haben wir ein Ladebildschirm, dann kann ich das mal kurz beheben hier. Oh! Ja, bringe ich einen Frosch im Hals, das ist schlimm gerade. Es ist
Und das ist kein Witz gerade. Oh, komm, geht doch weg da, ey. Ein Rennen mal ohne mich, hier ist bestimmt was Schönes. Jetzt habe ich den Panzer noch verloren, nein. Aber den Sieg habe ich nicht verloren. Drücken auf die Bremse. In der nächsten Rennen bin ich wieder voll da. Keine Sorge. So, jetzt geht's wieder. Ja, aber jetzt geht's wieder. Kurz ein Stück getrunken, dann geht's wieder. Oh, vielleicht kennt ihr das auch, Halsschmerzen. Oh, Halsschmerzen ist das ganz Schlimmes. Ja? Oder Schluckbeschwerden ist auch. Oh, übel. Das Fieber noch harmlos dagegen. Ja. Aber. Nee, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht über Krankheiten im Hochsommer reden. Obwohl, Bananen. Ist Bananen, das bringt vielleicht was Gutes, ja? Aber ich möchte lieber jetzt keine mitnehmen, ja? Auch wenn Ton mir die ihr reichlich anbietet. Ich glaube, das ist tot, oder? Die drei Bananen kann ich auch nicht gerade gebrauchen. Ja, komm, treff dich selber damit. Ja, hätte ja fast geklappt. Ja, weiter hast du aber nicht geworfen. Oh, da hat jemand den Bumerang. Der geht durch die Banane durch, okay? Wie hat der uns jetzt beide getroffen? Was war denn das für ein geiler Skill? Ist sie jetzt neben mir hochgegangen? Boah, was ist denn das für eine scheiß Rennpiste hier, ey? Die hat mir noch nie gefallen. Fünfter! Also ich langsam fängt das Blamieren wieder an. Weil ich habe noch gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht gerade so schwierig. Wenn man die Strecke kann. Na gut, ich kann die Strecke auch nicht. Ich will nicht diese blöde Bombe haben. Dafür braucht man Scharfschützen-Skills. Und die habe ich nicht. Ja, ich spiele kein Battlefield. Okay, jetzt sind wir gleich schon wieder Erster. Jetzt sind wir wieder Erster. Passt. Dann passt das. Ja, haben wir jetzt die positive Aspekte genannt? Nö. Haben wir nicht genannt. Online-Modus, definitiv der Online-Modus, der hat sich natürlich verändert. Ja, mit Turnieren etc. kann man da jetzt weitermachen. Finde ich schön, hätte man aber auch besser machen können. Das ganze Game hätte man besser machen können. Und dafür 50 Euro ist schon... Ich finde es zu viel, muss ich ernsthaft sagen. Also für das, was Nintendo hier auf die Beine gestellt hat, finde ich 50 Euro zu viel. Also ich glaube, ich musste 50 Euro im Blatt oder 45, irgendwie sowas um den Dreh auf jeden Fall wieder. Ja. Maximal 30, wegen dem Titel allein schon. Aber 50 würde ich jetzt nicht mehr dahin blättern für, ne. Dafür wird das Spiel echt ein bisschen zu sehr enttäuscht. Yashita, das letzte. Was mich auch enttäuscht hat, muss man sagen, sind die Retro-Schrecken. Die haben sie zum Teil wirklich nicht schön umgesetzt. Von der Grafik her schon, ja. Aber jetzt vom fahrischen Spielspaß haben sie es runtergesetzt. Das fängt ja hier schon an. Man weiß, wo man steht. Also ich weiß jetzt, dass ich hier Erster bin. Es ist doch einfach nur Scheiße. Oh, das war ein falscher Weg. Lerne ich auch noch mal ein paar neue Wege kennen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ne, es kann nicht der richtige Weg gewesen sein. Das glaube ich jetzt nicht. Zum Beispiel bei Yoshi Teil hätte man die Wege auch nicht länger machen sollen. Man so lassen sollen.
Klar, von der Umgebung her, da brauchen wir gar nicht zu schreiten. Einiges besser. Brücke aber viel zu breit. Da passen ja 5 Geländewagen noch dazwischen. Ne, guck mal, Yoshi hüpft. Yoshi, der Hüpfer, der hüpft doch so gerne rum. Oh ja, geil, Mann. Der macht den Dancefloor. Oh, ist das nicht geil, Mann. Dance, 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 dance. Yoshi, der kleine Tänzer auf dem Bike. Ach ja, genau in dem Augenblick tritt mir so ein blöder Panzer, ey. 4. Aber das macht mir nichts aus, denn Yoshi, der Dance. Kugel will die von hinten, stört mich nicht. Yoshi. Yoshi danced up und kriegt den Panzer in die Fresse. Ich kann nicht singen, das weiß ich schon längst. Warum nehme ich denn nicht das alte mit? Dance, 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 dance. Ja, ich weiß, dass ihr nicht tanzt, aber Yoshi, der tanzt bei meiner Mucke. Jetzt können wir echt wieder... Da war jetzt gerade der Erste, wollte mich verarschen. Ja? Dann habt ihr ja noch richtige Siegchancen. Woo! Yoshi, der Dancer, der geht ab. Yoshi, der Skiller, der dance voll ab. Da ist der Sieg. Der wird zwar noch zum Kopf, also den Sieg hole ich mir jetzt trotzdem noch was auf. Mit 3 Pilzen ist das möglich. Und Donkey Kong, den Affen, den lassen wir längst liegen. Und konzentrieren uns auf die Hauptportion, die heißt Toad. Oder auch nicht. Oder ich werde nicht mehr Erster. Nee. Zweiter werde ich. Es sei denn, es kommt nochmal ein Skari von hinten. Nein, kein Mensch hat nichts. Ja, ich hätte zu viel abgegroovt, ja? Der perfekte One war es zwar nicht im Blood Cup, aber der Sieg, und das reicht mir, ja. Das reicht mir. Deswegen kriegen wir so einen hässlichen Pokal, weil es mir reicht, ja. Mir reicht's, mir geht's bis oben, ja. Aber ein Part geht noch, ein Part geht noch und der kommt im nächsten. Der kommt am Donnerstag, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Kart 8. Ihr seid live dabei beim großen Finale.